und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir haben letzte Folge hier alles aufgeräumt, ohne Alarm zu schlagen. Also einmal wegen Luck, weil ich habe einmal daneben geschossen. Aber ja. Oh nein, das ist sowas. Ich dachte, wir bekommen Info. Naja, okay. Gut, dann wollen wir einmal kurz hoch. Da geht's hoch. Und dann holen wir uns den Orden. Na. So. Hui. Hier sind ja sau viele eingesperrt, ne? Das ist ja krass. Ja, ist ja gut. Aber nicht, dass ihr hinterher hier in den Rücken fallt, ne? Wir sind auf eurer Seite. So. Gut. Was wollen wir denn hier noch? Ich glaube, hier ist jetzt alles befreit. Dann gehen wir hier hin. Wichtige Aufklärungsdaten. Oh nein. Da oben ist unser Hubschrauber. Nein. Er war so schön. Er war so wunderschön. Und ganz anders wie die anderen. Achtung, Feindpräsenz. Hä? Warum? Gehen da jetzt ab. Wieso sind die jetzt da random gespawnt? Hä? Gut? Alles klar bei uns. Ja, ich habe ja wahrscheinlich. Wieso wurde der uns nicht angezeigt? Komischer Kauz. Gut. Dann würde ich sagen, oh, ein blaues Motorrad. Die ich kommt danach. Das Motorrad. Die kommen danach. Ui. So. Oder das war wahrscheinlich ein bisschen. Hui. Alter, was ist das für ein krasses Motorrad hier? Das macht ja jeden Scheiß mit. Fast jeden Scheiß. Ja, ist ja gut jetzt. Oh, hi. So. Dann schauen wir mal, was hier alles so kreucht und fleucht. So, Sniper. Hey, Sniper auf dem Dach. Schön, den können wir schön erledigen. Dann hier sind ein paar drin. Ups, da sind zu weit. Da ist noch einer. Aber ein drittes Ziel. Ach, ist ja wirklich nicht viel hier. Da war gerade einer. Nee, das war der Teppich. Mit dem sind es fünf. Ah ja. Sind nur fünf. Okay, alles klar. Gut. Dann verstecke ich mich mal als Busch. Und mach den kleinen Sniper kaputt. So, 2, 3. Wie weit ist 2, 3?
wo muss ich hinziehen? 2, 2, 7. Warte mal. Aber hier ist der. Das dürfte so. Ja, wunderbar. Hatte. Hui. Bub. Egal, ich versuch's einfach. Ja, passt. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Ja, Geschütz ist immer noch da. Ich gehe in Position. Eine bessere Schusslinie in Position. Ihr könnt es mal regeln. Okay, das Ziel markiert. Eröffne das Feuer. Ein Drecksack weniger. Habt ihr gesehen, wo die hingeschossen haben? Hier. Naja. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ja. Ihr seid auch schlampig, aber das wäre ich auch, wenn ich einfach ein. Ja. One-Shot. Sehen wir jetzt hier noch Informationen um? Nö. Wir sind hier just for fun. Genau. Hier mal Ausrufezeichen. Ah, Waffen. Waffen sind immer gut. Okay, also was ist das? 3-Punkt-Laser-Visier. Schnelle Zielerfassung. PSG ist auch nicht schlecht. Oh. Ich glaube, ich gehe mal ganz geschwind dahin. G28. Das ist echt lustig, ey, dass da wirklich steht der Bundeswehr. Das ist echt cool. So. Oder wurde das einfach geswitcht? Also beziehungsweise nicht geswitcht, sondern einfach 1:1 übersetzt. So. Armee wird hier nicht genannt, deswegen heißt es hier Bundeswehr. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass das das Standard. Ich habe einen Hinweis auf ein Kartellgefängnis in einem Dorf namens Rosario. Dort halten sie viele Sympathisanten. Das Standard Snipergewehr von unserer deutschen Bundeswehr. Fangen. Auch das mieseste Gefängnis führt Buch. Ja, im Wachbüro sind vielleicht Hinweise zu den Vermissten. Das sollten wir überprüfen. Gut. Hier gibt's keinen Helikopter. Was ist das denn? Helikopter gibt's doch überall. Na gut, dann nehme ich mal wieder Motorrad. Brrm. Geh schon, ich komm nach. Brrm. Brrm. Da, 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 da. Brrm. Uhuhu. Brrm. Straßenkrieger. Weil ich. Es gibt Feindaktivität. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Stehen noch andere darum. Ich sehe noch einen Tango. Geh in Position. Das dürft ihr machen. Hab das Ziel. Ich schieße auf die Ärsche. Ah, Unidad wieder. Diese Seite ist sauber. Wo die sind, leiden Menschen. Hi. Hey, que pasa? Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Dahin. Das Dorf Rosario wurde vom Kartell in ein Gefangenenlager umgewandelt. Durchsuchen Sie das Wachbüro nach Informationen. Vielleicht bringt uns das auf die Spur der Vermissten. Hier mal hier hoch. Um ein bisschen rumzusnipern. Bidiu, bidiu, bidiu. Hi. Na, da ist, glaube ich, ein Vorposten. Alter, krass, dunkel. Das Kartell hat eine Mauer hochgezogen und das gesamte Dorf in ein Gefängnis verwandelt. Wie gehen wir vor? So wie üblich. Wir gehen rein, finden das Wachbüro und suchen Daten zu den Vermissten. Hinter der Mauer muss es Antworten geben. Bewegung. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Nicht mehr lange.
Du stehst mir gerade ein bisschen im Weg rum. Ach so. Ach so. So. Da oben wird auch ein Sniper drin sein. Aufpassen, Gegner im Bereich. 400 Meter. Okay, let's go. Bevor ich hier alles in Schutt und Asche lege. 400 Meter. Oh. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Das war ein bisschen zu hoch. Schade. Die suchen uns, Vorsicht. Oh nein, jetzt kommen die auch. Der 400 Meter waren doch zwischen... In ein paar Sekunden sind die bei uns, was machen wir? Nee, sind sie nicht. Wir gehen mal weg. Wir gehen mal da hoch. Warte mal. Ich mach das mal ein bisschen heller. Weil ich glaube, auf YouTube sieht man das kaum. Helligkeit. Ja. Gerade so sichtbar. Ist auf dem Video gerade so sichtbar. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist, aber okay. Das war jetzt kacke. Aber lustig ist, dass sie ja genau wissen, wo wir sind, ne? Lucky! Aber hey, so haben wir die hier rausgeholt. Bisschen. Alle im Schlaf drin. Voll lustig, dass der jetzt. Ich gehe in Position. Ziel markiert. Schieße! Ja, okay, dann werden wir halt hier ballern. Hubschrauber im Anflug. Drohne fliegt. Heli, runter, runter. Kann ich den von hier? Wahrscheinlich nicht. Tja, schön leise ausgeschaltet alles. Anflug. Mal schauen, ob Heli, los, runter. Heli mich sieht.
Ja, hat er. Da, jetzt bin ich tot. Ich kann halt nirgendwo hin, ne? Warte, ich versuch nochmal den zu erwischen. Ja, von hier kann ich den nicht erwischen. Heli, in den Staub. Zum Glück ist der Kaktus schusssicher. Der da? Nee, der ist hinter der Mauer. Verdammt. Der ist hinter der Mauer. Oder? Ja. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh. Seid ihr okay? Da kommen noch mehr Sicarios. Geh in Position, eine bessere Schusslinie, guter Schuss für das Ziel. Kann loslegen. Eröffne Feuer. Umgelegt. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Alter, das war ein Doppelkill. Geil. Runter, sonst wirst du entdeckt. So, alles wieder gut. Hier ist alles sauber. Nochmal! Oh Gott. Warte, ich will mal. Ich will den erschießen. Das ist 3,8, das ist 3,7. Ah, geht. Warte, ich mach mal so. Okay, zwischen 1 und 2. Ja. Zwischen 1 und 2. Ja. Also, wieso nicht gleich so? Gut. Ypsilona. Scharfschütze. Okay. Da ist einer. Das macht 5. Feind markiert. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wagen mit montierter Waffe. Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Ja, das ist unauffällig dann. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Okay, Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin bereit. Hab ihn.
Sehr schön. Sehr schön. Hier ist keine allzu gute Position jetzt. Aber wir können ja hier einfach runtergehen. Und kann ich nicht da reinklettern? Anscheinend nicht. Offensichtlich ja nicht. So. Okay. Das war schon mal in Ordnung. Ach so, da latschen noch normale Leute durch. Das ist ja schräg. Alles gut, alles gut. Ups. Ich habe nicht genießt. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Ja, war sowieso schon da. Ah, Nase juckt. Ich meine, Hatschu. So. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da drin ist noch ein zweiter. Hab noch einen, macht fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So. Dann da hinten sind auch noch einige. Sehr eingeschätzt, Tor. Da ist eine montierte Waffe. Ah, cool. Ja, und da in diesem Haus sind noch welche. Ah, okay. Gut. Den können wir auf jeden Fall. Nein, können wir nicht. Nee, ist in Ordnung. Endlich habe ich es mal geschafft, jemanden im Laufen zu snipen. Geht mal genau hintereinander. Komm mal hintereinander. Position. Macht schon. Ich gehe in Position. Ziel markiert. Das war zu spät, Idiot. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Ja, ach nee. Du warst auch ein bisschen. Bisschen auffällig. Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Können die hier rauf? Vor allem lustig, dass halt die immer genau wissen, wo wir sind. Ach.
nicht gerade gesehen. Wahrscheinlich wirklich der. Wie kommen wir jetzt alle hier hin, ne? Ist oben. Genau. Dann schaue ich mal noch kurz, ob ich die. Ja, okay, hab ich. Gut. Mal schauen, ob sie so schlau sind und, und hier reinschauen wollen. Das sind insgesamt 1, 2, 3. Roger, ich brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Ich hab das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Feind am Boden. Oh, passt. Haben die das gecheckt jetzt? Mhm. Jetzt dreh dich mal um. Ja, aber viele. Viele sind ja nicht mehr da, ne? Was machen die da? In die Wand gepackt. Entschuldigung. So, ja, wir sind hier drin und alles ist so gelaufen wie geplant. Super. Fast alles ist so gelaufen wie geplant. Wirklich fast alles. Das war's. Alle okay? Wieso fragst du das halt? Die haben nichts zu machen. Ja doch. Dieses Mal haben sie wirklich ein bisschen was gemacht. Die haben den Hubschrauber platt gemacht. So. Ah, da, und da oben ist der Stern. Naja. An sich ist alles schief gegangen. Oh Mann. Voll scheiße. Naja, egal. Gut, da werden wir mal hier reinschauen. Das ist das Wachbüro. Falls es Häftlingsunterlagen gibt, dann dürften sie hier sein. Wir müssen da rein und gucken, was wir finden können. Ja. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli, beladen und startklar. Klingt wie etwas, das den Rebellen gerade recht käme. So. Da oben ist noch was drin. Aber ich glaube, also wie sie schon sagt, also wenn irgendwas hier ist, dann hier. Da unten sind auch noch Gefangene. Werden wir natürlich befreien. Da oben sind die Gefangenen. Oh. Naja, egal. Dann finde den Computer des Wächters. Ja, machen wir gleich. Zuerst befreien. Ja, moin.
Naja, ist gut. Oh, ich habe ja deinen Zwillingsbruder von gerettet. So, wo ist der Computer? Ja, pst. Ich würde sagen in der Kirche, ne? Die sind ja so. Gut. Das war ja geplant, alles gut. Mhm. Verdammt, das war knapp. So, jetzt können wir weiterhin. Okay, krass. Ich hätte wirklich echt gedacht, dass die das in die Kirche machen. Wobei, ja, das ist ja ein bisschen komisch, so ein so wichtige Daten in der Kirche in ein Dorf zu stecken. Ja, na gut. Hallo. Wo ist denn das? Des Wächters. Hier. Alter, was hat die denn für einen Lackrock? Auch nicht. Oh, vielleicht da, wo, Entschuldigung. Da, wo ich den anderen erschossen habe. Also da drin. Da waren ja drei drin, glaube ich. Des Wächters. Computer des Wächters. Hier waren wir, glaube ich, schon drin, ne? Hier steht ein PC. Falls es Unterlagen zu den Häftlingen gibt, dann hier. Keine Zeit, wählerisch zu werden. Wir laden alle Dokumente runter. Download läuft. Passt auf, Leute. Download abgeschlossen. Raus hier. Übergeben wir Bowman die Daten. Hoffentlich ist was Brauchbares dabei. Gut. Dann schauen wir kurz noch da hoch und dann war es das für heute. Also ich würde das einfach nochmal hier in die... wie bekommen wir das hier auf? Hup, 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 hup. Lieb. Wie kommen wir hier raus? Müssen wir jetzt echt den Strom abschalten? Ja, jetzt ist die Tür offen. Okay, alles klar. Super. Dann holen wir uns das Dokument da oben. Strom aus und Tür geht auf. Automatisch. Ohne Strom. Gut. Ja. So. Hoffentlich lohnt es sich ja, die Daten zu holen. Da oben sind die drin. Gut. Vielleicht sieht man sogar noch den Einschuss, das Einschussloch, wo ich vorhin getroffen habe. Ist ja super interessant. Aber ich glaube nicht. Ja, mach das aus. Warte, Einschussloch? Nicht wirklich.
Mach das aus. Ja. Die Monetarisierung ist on. Aber ist ja bei mir immer noch egal, weil ich kein Geld verdiene. Boop. Gut, also, dann danke fürs Zuschauen. Irgend so ein Monster. Gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.